Roh, Bio, ungefiltert und nicht pasteurisierter Apfelessig ist eines der ältesten und nützlichsten Heilmittel auf der Erde. Es enthält eine Fülle von rohen Enzymen und nützlichen Bakterien, die für die meisten seiner gesundheitlichen Vorteile verantwortlich sind. Und es gibt viele. Es ist ein altbewährtes und sehr wirksames Heilmittel. Das natürliche Heilmittel enthält mehr Inhaltsstoffe als die Früchte und ist dadurch um ein Vielfaches gesünder als ein Apfel. Durch den natürlichen Gärungsprozess zu Essig bilden sich viele wichtige und gesunde Substanzen. Neben organischen Säuren wie Zitronen- und Essigsäure bilden sich während der Gärung Bioflavonoide, schützen vor schädlichen Giftstoffen in unserer Umwelt, Enzyme sowie Tannen, entzündungshemmend. Auch an Mineralstoffen und Vitaminen mangelt es dem Apfelessig nicht. Neben den wichtigen Mineralien Kalium, Magnesium, Calcium, Eisen und Silizium, enthält Apfelessig und andere auch einen hohen Gehalt an Vitamin C, E, B1, B2, B6 und Vitamin A. Aufgrund der folgenden Punkte, solltest du damit beginnen, einen Esslöffel Apfelessig jeden Tag zu trinken? Denke daran, dass du Apfelessig nie pur, direkt, trinken solltest, da es deine Speiseröhre verbrennen kann. Mische stattdessen einen Esslöffel mit etwa 240 Millilitern Wasser. Wenn du den Geschmack nicht magst, verwende einen Strohhalm, um den Kontakt mit deinen Geschmacksknospen zu minimieren. Das Hinzufügen von etwas Ahornsirup kann auch helfen. 1. Es hilft deinem Körper, einen gesunden basischen pH-Wert beizubehalten. Die meisten von uns neigen dazu, einen sauren anstatt basischen pH-Wert des Körpers zu haben. Eine der ersten Schritte in Richtung bessere Gesundheit ist ein Körper, der alkalischer ist. Da das Säure-Basen-Gleichgewicht essentiell ist, da so viele Körperfunktionen nur bei einem bestimmten Säuregrad oder Alkalinität auftreten, strebt der Körper ständig danach, einen Gleichgewichtszustand zu erreichen. Schon eine kleine Veränderung des pH-Wertes kann eine tiefgreifende Wirkung auf die Körperfunktion haben. Viele Enzyme und chemische Reaktionen im Körper funktionieren am besten bei einem bestimmten pH-Wert. Und die Forschung hat gezeigt, dass ein hoher Säuregehalt zu einem Mangel an Energie und einem höheren Infektionsausmaß führt. Während du vielleicht denkst, dass roher biologischer Apfelessig sauer ist, wirkt er, wenn er eingenommen wird, tatsächlich alkalisch. Zu säurebildenden Nahrungsmitteln gehören industriell hergestellte Produkte, Alkohol, Zucker und andere einfache Kohlenhydrate. Das Halten deines Körpers im basischen Bereich hilft auf natürliche Art und Weise, deinen Energielevel hochzuhalten, sodass dein Körper besser in der Lage ist, Krankheit zu bekämpfen. 2. Das Trinken von Apfelessig hilft, den Blutzucker zu regulieren. Eine Studie von der Arizona State University von Professor und Direktor der Abteilung für Ernährung, Dr. Carol Johnston, unterstützt die therapeutische Wirkung von Apfelessig, vor allem bei denjenigen, die ein Risiko für Typ 2 Diabetes haben. Die Autorin der Studie, die auf der Experimental Biology Conference 2013 in Boston vorgestellt wurden, stellten fest, dass die Einnahme vom Apfelessig vor dem Essen, das Sättigungsgefühl und die postprandiale Hypoglykämie, starkes Absinken des Blutzuckerspiegels, reduzierte, beides metabolische Effekte, die denjenigen, der mit Prädiabetes, wenn die Zuckerwerte im Blut zu hoch sind, aber noch kein Diabetes vorliegt, sowie Diabetes kämpft, zugutekommen könnten.
Die Forscher fanden heraus, dass die Einnahme von 2 Esslöffeln Apfelessig in Wasser, kurz vor dem Schlafengehen, den Blutzuckerspiegel um durchschnittlich 4-6% am Morgen senkte. 3. Das Trinken von Apfelessig kann helfen, den Blutdruck zu senken. Es gibt auch wissenschaftliche Beweise, dass Apfelessig den Blutdruck senken kann, was wiederum das Risiko von Herzerkrankungen verringert. Apfelessig enthält Kalium, das dafür bekannt ist, den Natriumspiegel im Körper auszugleichen und einen optimalen Blutdruck aufrechtzuerhalten. Es enthält auch Magnesium, was hilft, die Wände der Blutgefäße zu entspannen und letztendlich den Blutdruck zu senken. 4. Das Trinken von Apfelessig verbessert die Gesundheit des Herzens. Neben dem Senken des Blutdrucks, was das Risiko einer Herzerkrankung verringert, kann das Trinken von Apfelessig dazu beitragen, HDL, High-Density-Lipoprotein, oder gutes Cholesterin zu erhöhen, wie aus einer 2006 in Medscape General Medicine veröffentlichten Studie hervorgeht. Andere Forschungsergebnisse, die 2011 im Journal of Agricultural and Food Chemistry veröffentlicht wurden, bestätigten ebenfalls diese Ergebnisse, und die Forscher fanden auch heraus, dass Apfelessig Triglyceride kontrollieren kann, auch Triglyceride, Neutralfette genannt, gehören zur Gruppe der Nahrungsfette. Sie dienen dem Körper als Energiereserve und werden bis zu ihrem Gebrauch im Fettgewebe gespeichert. Apfelessig soll auch das Antioxidans Chlorobensäure enthalten. Es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass LDL-Cholesterinpartikel davor geschützt sind, oxidiert zu werden, ein wichtiger Schritt im Prozess der Herzkrankheit. 5. Es fördert die gesunde Entgiftung der Leber und anderer Organe. Dadurch, dass Apfelessig den pH-Wert des Körpers ausgleicht, regt es somit auch die Entgiftung an. Die Forschung hat herausgefunden, dass es speziell bei der Entgiftung der Leber wirksam ist und dass es helfen kann, die Durchblutung anzuregen. Apfelessig regt eine Vielzahl von Heilungsprozessen für Haut und Blut an und hilft, schädliche Umweltgifte, die sich im Körper bilden, insbesondere in der Leber, zu entfernen. Es hilft dem Körper, die Gifte auszuspülen und den natürlichen Blutfilterprozess zu verbessern, während es gleichzeitig den Energielevel erhöht. Ein anderer Weg, wie Apfelessig bei der Entgiftung des Körpers hilft, ist, dass er Schleim aufbricht und die Lymphknoten reinigt, was eine bessere Lymphzirkulation ermöglicht. Wenn dein Lymphsystem gesund ist, kann es Giftstoffe aus den Zellen entfernen und die Reaktion des Immunsystems verbessern. 6. Das Trinken von Apfelessig hilft gegen Candida. Da Apfelessig reich an natürlichen Enzymen ist, kann es helfen, Candida im Körper zu eliminieren. Candida wird für viele verschiedene gesundheitliche Probleme verantwortlich gemacht, einschließlich schlechtes Gedächtnis, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Depressionen, Heißhunger auf Süßes und Hefeinfektionen. Obwohl es ein natürlich vorkommender Hefepilz ist, kann es schnell außer Kontrolle geraten, wenn der Körper zu sauer wird, weil zu viele verarbeitete Lebensmittel oder zu viel Zucker gegessen werden oder wenn gute Bakterien durch den Einsatz von Antibiotika abgetötet werden. Candida gedeiht auf solchen Arten von Lebensmitteln, die raffinierte Kohlenhydrate wie Gebäck und Kekse enthält. Einige natürliche Gesundheitsexperten glauben, dass eine Zuckerabhängigkeit sogar von Candida-Infektion herrühren kann, da der Hefepilz diesen Nahrungsmittel benötigt, um zu überleben, was dazu führt, dass man mehr und mehr will und isst, was zu einem Teufelskreis führt. Apfelessig wird mit einer nützlichen Hefe fermentiert,
die als Präbiotikum für gesunde Bakterien im Darm dient. Was im Wesentlichen Wachstum von guten Bakterien anregt, die schlechte Nährstoffe, die schädliche Hefen wie Candida ernähren, beseitigen. 7. Das Trinken von Apfelessig lindert Verdauungsbeschwerden. Apfelessig ist sehr wirksam, wenn es um eine Vielzahl von Verdauungsstörungen geht, da es Verdauungssäfte stimuliert, die dem Körper helfen, Nahrung abzubauen. Es kann bei Verdauungsstörungen, Blähungen und sogar bei Sodbrennen helfen. In der Tat sagen Experten, dass die Einnahme von nur einem Teelöffel Apfelessig mit einem Glas Wasser schnell Erleichterung bei Sodbrennen bringen wird. Einige Theorien liegen nahe, dass Sodbrennen aufgrund niedrigem Magensäurelevel auftritt, und Apfelessig hilft, diesen Level zu erhöhen. Darüber hinaus unterstützen die gesunden Säuren im Apfelessig, einschließlich Essigsäure, Isobuttersäure, Milchsäure und Propionsäure, eine bessere Verdauung, indem sie das Wachstum unerwünschter Hefepilze und Bakterien im Magen und im ganzen Körper kontrollieren. Seid ihr darüber bewusst, dass es keine Linderung bringt, wenn du einen Geschwür hast? Obwohl es bei vielen Verdauungsproblemen wirksam ist. 8. Das Trinken von Apfelessig beschleunigt Gewichtsabnahme. Füge 2 Teelöffel Apfelessig in 500 ml Wasser und trinke es schluckweise über den ganzen Tag verteilt. Es kann helfen, Gewicht zu reduzieren. Alle Arten von Essig wurden im Laufe der Jahre dazu verwendet, um Gewicht zu verlieren, weil sie dazu beitragen, dass du dich satter fühlst. Wie eine wissenschaftliche Studie aus Arizona es vor kurzem bestätigt hat, erhöht die Einnahme von Apfelessig das Sättigungsgefühl. Eine Studie, die in Bioscience, Biotechnology und Biochemistry veröffentlicht wurde, zeigte, dass Teilnehmer, die 12 Wochen lang Apfelessig konsumierten, signifikante Körpergewichtsabnahme sowie Abnahme von Bauchfett, Taillenumfang und Triglyceride erreichten. Andere Forschungen aus Japan fanden heraus, dass übergewichtige Teilnehmer, die 12 Wochen lang jeden Tag Apfelessig tranken, weniger Fett im Bauchraum, einen niedrigeren Taillenumfang und einen niedrigeren Body Mass Index hatten als diejenigen, die keinen Apfelessig getrunken hatten. 9. Das Trinken von Apfelessig kann helfen, Osteoporose zu verhindern. Allein in Amerika wurde mehr als eine von 4 Frauen über 65 Jahren an Osteoporose diagnostiziert. Diese Diagnose bedeutet, dass sie 50-75% des ursprünglichen Knochenmaterials ihres Skeletts verloren haben. Dieser beängstigende Zustand wird schätzungsweise 200 Millionen Frauen weltweit betreffen, etwa eine von 10 Frauen im Alter von 60 Jahren, eine von 5 Frauen im Alter von 70 Jahren und 2 von 5 Frauen im Alter von 80 Jahren. Offensichtlich ist der Schlüssel für die Verhinderung dieser Krankheit, bevor sie deine Knochen saß.